Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diabetes Docs erklären Technik. Es geht wieder um kontinuierliche Glukosemesssysteme, kurz CGM-Systeme. Und heute wollen wir über die Möglichkeiten der Verordnung solcher Systeme sprechen und vielleicht auch über die mögliche Kostenerstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung. Und heute bei uns als Studiogast haben wir Herrn Mike Getzko. Ich bin Mike Getzko und ich bin 35 Jahre alt. Ich habe den Typ 1 Diabetes. In meiner Familie gab es sowas wie Diabetes nicht, auch andere Erkrankungen gab es nicht. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich die Diagnose bekommen. Also ich bin nicht einfach zum Arzt gegangen und dann hatte ich ein bisschen erhöhten Wert. Ich hatte vorher eine starke Bronchitis, lag lange zu Hause, worauf ich dann im Rettungswagen in die Klinik gefahren wurde. Und dort in der Notfallstation wurde dann quasi der Blutzucker gecheckt. Und so habe ich quasi erfahren, dass ich Diabetes habe. Ich war langjähriger Spritzenpatient und jetzt Pumpenpatient und freue mich, heute einen kleinen Einblick in mein Diabetesleben zu zeigen und wie es ist, mit einer Diabetespumpe zu leben. Ja, hallo Herr Getzko. Herzlich willkommen bei uns heute hier im Studio. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Und wir haben ja schon in den ersten beiden Folgen über CGM-Systeme gesprochen. CGM-Systeme werden immer häufiger angewendet zur Überwachung der Glukosestoffwechsellage bei Diabetes. Und immer mehr Menschen mit Diabetes verwenden auch CGM-Systeme. Und das ist auch gut so, weil es ist natürlich viel besser möglich, mit CGM-Systemen den eigenen Glukosestoffwechsel zu überwachen und zu kontrollieren, als mit einem Blutzuckermesssystem. Und wir sehen immer wieder auch bei unseren Patienten, dass nur durch die Verwendung von einem kontinuierlichen Glukosemesssystem der HbA1c-Wert um 0,5 bis 1, sogar 1,5% besser wird, einfach weil die Kontrolle des eigenen Stoffwechsels besser möglich ist. Und da möchten wir schon gleich überleiten auf unseren Studiogast heute. Herr Getzko, Sie verwenden ja auch ein kontinuierliches Glukosemesssystem und Sie kennen auch beide Welten. Also Sie kennen ja auch noch die Zeit der Blutzuckermessung. Und was würden Sie sagen, was ist für Sie der große Vorteil oder was ist eine andere Lebensqualität durch die Verwendung von CGM-Systemen? Also erstmal nochmal Dankeschön, hier zu sein. Ich kann schon mal so dazu sagen, auf ein Wort runtergebrochen, es ist Freiheit. Freiheit, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, quasi sein Diabetes an bestimmte Situationen zu heften. Sport, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil beim Sport ist das so, ich muss es versuchen, dass mein Diabetes sich an meinen Sportzeitraum anpassen kann. Bedeutet, dass ich zum Beispiel die Basalrate runterziehen kann, dass ich quasi selbstbestimmt in den Sport reingehen kann. Zumal auch gerade der Blutzucker spielt eine große Rolle. Ich kenne das früher noch, als ich noch gespritzt habe, habe ich dann während des Sportes eine starke Unterzuckerung bekommen. Schwierige Situation, weil ich halt vorher nicht wusste, ja Mensch, wie liegt denn jetzt mein Blutzucker? Und heutzutage ist das so, ich kann meinen Blutzucker ganz einfach auf der Smartwatch ablesen und kann quasi in Echtzeit sehen, wie verändert sich mein Blutzucker. Ich kann Ihnen sagen, heutzutage ist das wirklich so, wenn ich zum Sport gehe, dann kann ich autark sehen, okay, ich muss quasi jetzt vielleicht nochmal eine Banane essen und das ist quasi der Bereich. Ich kann das aber auch in den anderen Bereich sagen, ist das Reisen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie denn im Flugzeug sitzen, können Sie auch dort ganz einfach den Blutzucker checken. Auch ist es, wenn man in andere Länder fährt, natürlich auch manchmal gibt es die Situation, damals jedenfalls, dass die Blutzuckermessstreifen vielleicht nicht ganz ausgereicht haben für die Reise. Und das ist heute tatsächlich nicht so. Ich habe 2, 3 Sensoren, die kann ich ganz einfach mitnehmen. Sie sind sehr einfach anzuheften, auch als Patient. Ich muss nicht zum Arzt gehen und die Schwestern oder der Patient muss diese technischen Produkte dann ansetzen, die Sensoren. Und für mich war das am Ende ein großes Stück Freiheit. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr,
sag mal, leistungsfähigen Sport, CrossFit, wo man sehr viel, sag ich mal, Energie reinstecken muss. Und da ist die kontinuierliche Blutzuckermessung wirklich sehr, sehr hilfreich. Auch als dritten Punkt, den ich gerne anbringen möchte, ist der Job. Wenn man gerade so wie ich komme aus dem Bereich Digitalisierung, ich muss sehr viel mit dem Kopf arbeiten. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass ich gute Werte habe, dass ich leistungsfähig bin. Und auch dort ist wirklich eine kontinuierliche Blutzuckermessung wirklich sehr, sehr hilfreich. Und ich möchte nochmal als kleinen Punkt geben, wenn ich mich mit dem normalen Blutzuckermessgeräten, also mit der Stechhilfe gemessen habe, ist das immer nur ein punktueller Messwert. Das bedeutet, in 10 Minuten kann der Wert schon anders sein. Und ich müsste mich quasi alle 10, 15 Minuten messen, um überhaupt ein Gefühl davon zu bekommen. Und das ist natürlich nicht möglich. Und das ist halt auch damals von der Kasse auch nicht tragbar gewesen, weil so viele Messstäbchen, sag ich mal, oder Messstreifen, die konnte man gar nicht verschreiben lassen. Deswegen ist auch dort ein riesengroßer Zugewinn. Und diese Möglichkeit, dass man also Unterzuckerungsalarme bekommt, welche Rolle spielt das für Sie? Ich sage es ganz ehrlich, aus Patientensicht ist das zweigeteilt. Am Tag top, in der Nacht eher nicht so, weil das bedeutet halt, auch in der Nacht kann man natürlich unterzuckern, das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Und in der Nacht kann ich Ihnen sagen, ist es natürlich auf der einen Seite wirklich sehr wertvoll, weil man da auch für geweckt wird und dann muss man natürlich auch dann agieren. Aber man wird natürlich auch erstmal aus seinem Schlaf gerissen, was dann auch manchmal nicht ganz so schön ist. Aber unterm Strich ist das natürlich eine Top-Funktion, die das Tool natürlich umso wertvoller macht. Unser Thema heute ist ja die Erstattungsfähigkeit und Verordnungsfähigkeit von CGM-Sensoren und CGM-Systemen. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, bis zum Jahr 2016 war es uns ja nur möglich, dass wir in Ausnahmefällen mal von den Krankenkassen wirklich ein oder zwei Sensoren erstattet bekommen haben zur Überprüfung der Stoffwechselsituation ambulant oder zur Einstellung auf eine Insulinpumpentherapie. Das haben wir bei Ihnen, glaube ich, das erste Mal 2012 irgendwie gemacht. Wissen Sie das noch? Da kann ich mich wirklich noch sehr gut dran erinnern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sie mussten mich auch ein bisschen dazu überreden. Weil damals war es halt wirklich so, das war ja noch keine Zeit, dass man jetzt flächendeckend die verschrieben gekommen hat. Aber ja, das stimmt. Wir haben dann so eine Testwoche gegangen oder sind zusammen eine Testwoche gegangen. Und ja, da wurde ich ein wenig überzeugt. Ja, genau. Das war unser großes Problem und wir haben dann immer mit den Kassen, es wurde zu Anfang auch abgelehnt, die Kostenübernahme, haben wir dann immer gesagt, okay, zwei Sensoren kosten 120 Euro, die Einstellung auf eine Insulinpumpentherapie stationär oder Überprüfung der Einstellung stationär kosten 2000 Euro. Das konnten die Kassen ganz gut gegenrechnen und insofern hat man dann immer diese zwei Sensoren auch verordnet erstattet bekommen. Aber eine dauerhafte Verordnung von CGM-Sensoren war zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Das hat sich grundlegend geändert im Jahr 2016. Am 6. September 2016 hat der gemeinsame Bundesausschuss, das ist ein Gremium, was entscheidet, welche Leistungen die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen sollen, hat einen Beschluss gefasst zur Erstattung von kontinuierlichen Glukosemesssystemen. Und das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten einmal kurz darstellen, wie dieser Beschluss ausgefallen ist, weil er ist immer noch gültig für die jetzige Zeit und für die Verordnung. Was steht jetzt in diesem Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses? Hier wird also vermerkt, wer Anspruch hat auf die Kostenerstattung eines CGM-Systems. Das sind also Patienten mit Diabetes mellitus, die eine intensivierte Insulintherapie durchführen. Und das ist hier auch vermerkt, was das bedeuten soll, ist also definiert. Und das heißt also Menschen, die eine Therapie mit kurz- und langwirksamen Insulin haben und dass die Menge des kurzwirksamen Insulins anhand der Kohlenhydrate, die sie zu sich nehmen wollen, selbst berechnen zu jeder Mahlzeit neu und gegebenenfalls auch noch eine Korrektur-Insulindosis mit hinzuberechnen. So ist es definiert. Das heißt, dass einerseits Menschen, die jetzt nur eine Basalinsulintherapie haben, keinen Anspruch haben auf ein CGM-System. Aber es heißt auch, dass hier nicht differenziert wird zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Das heißt also, wenn ein Typ 2 Diabetes vorliegt und auch eine intensivierte Insulintherapie durchgeführt wird, dann besteht genauso auch ein Anspruch auf die Erstattung eines CGM-Systems.
Zusätzlich wird formuliert vom GBA, dass Therapieziele gegebenenfalls nicht eingehalten werden können ohne das CGM. Das muss dann auch mit in dem Antrag auch erscheinen. Welche Therapieziele das sind, zum Beispiel ein HbA1c-Ziel wird nicht erreicht oder es treten sehr viele Hypoglykämien auf, was verhindert werden kann mit dem CGM-System. Und es wird auch hier festgeschrieben, wer darf denn überhaupt so ein CGM-System verordnen. Das sind also Fachärzte für innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie oder Fachärzte für Kinderheilkunde und Endokrinologie und Diabetologie oder auch Fachärzte für innere Medizin, Allgemeinmedizin oder Kinderheilkunde, die so eine Subspezialisierung für Diabetologie erworben haben, entweder von den Landesärztekammern oder von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ja, wie läuft das Verfahren jetzt praktisch ab? Also Diabetologie ist ja sprechende Medizin. Wir sprechen ganz viel mit unseren Patienten. Und bei so einem Gespräch kann es natürlich sein, dass der Mensch mit Diabetes oder die Diabetologin oder der Diabetologe auf die Idee kommt, hier könnte vielleicht auch ein CGM-System hilfreich sein. Und dann muss in einem Gespräch erstmal geklärt werden, welche Systeme kommen überhaupt in Frage, welche Systeme wären vielleicht am besten geeignet für den Menschen mit Diabetes und auch welche Erwartungen bestehen vielleicht auch an solche Systeme. Man kann auch einen Sensor Probe tragen vielleicht und man kann auch gerade bei Patienten, die Pflasterallergien haben, vielleicht einfach nur das Sensorpflaster einmal Probe tragen, um zu sehen, ob es vertragen wird. Gut, wenn dann ein System festgelegt wurde, auf das man sich geeinigt hat und hier eine Beantragung stattfinden soll, dann wird das Bestellformular ausgefüllt und ein Rezept ausgeschrieben. Und auf diesem Rezept muss vermerkt sein, welches System wird verordnet, wie ist die Diagnose des Patienten und auch vielleicht am besten schon, wie ist das Therapieziel. Das wird dann gemeinsam mit dem Bestellformular an den CGM-Hersteller versandt. Der CGM-Hersteller erstellt dann einen Kostenvoranschlag und schickt diesen dann an die zuständige Krankenkasse. Wenn die Krankenkasse das gleich so annimmt und auch sagt, okay, das Therapieziel ist nicht erreicht, die Kriterien sind erfüllt, kann sie gleich dann auch das CGM-System genehmigen. Aber häufig ist es so, dass die Krankenkasse noch mehr Daten haben möchte. Und zwar schreibt sie zunächst einmal den Patienten an und will Blutzuckerwerte haben. Am besten von den letzten 3 Monaten, vielleicht sogar das Blutzuckertagebuch in Kopie, um hier entscheiden zu können, liegt wirklich eine Indikation für ein CGM-System vor. Wir dürfen aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht den Krankenkassen keine zusätzlichen Gesundheitsdaten unserer Patienten übermitteln. Hier muss dann der medizinische Dienst der Krankenkassen beauftragt werden durch die Kasse. Der stellt an uns die Anfrage zu den Einzelheiten des Patienten und zum Grund für den CGM-Antrag und wir schreiben dann ein Gutachten. Und dieses Gutachten muss wirklich sehr ausführlich gemacht werden, wenn wir eine Genehmigung erreichen wollen. Natürlich müssen wir auch mit begründen, dass wir die Einweisung selbst machen und auch die Schulung des Patienten auf das neue CGM-System dann in unserem Diabeteszentrum durchführen. Sinnvolle Argumente hierbei bei solchen Anträgen sind zum Beispiel häufige, vielleicht auch nächtliche Hypoglykämien oder sehr stark schwankende Glukoseverläufe, ein sogenanntes Dornphänomen, also Morgenrötephänomen, wo dann also sehr starke Anstiege der Glukosewerte in den Morgenstunden stattfinden. Wie gesagt, vielleicht berufliche Gründe, Schichtsystem oder lange Arbeitszeiten, hohe Verantwortung, starke wechselnde körperliche Belastung oder Stress auch oder zum Beispiel eben sehr intensive Freizeitaktivitäten wie Sport oder andere Dinge, wo wirklich eine intensive Glukoseüberwachung notwendig ist. Und es kann auch ein Grund sein, eine geplante Schwangerschaft. Wir wissen, gerade bei Typ-1-Diabetikerinnen ist die Anwendung von CGM in der Schwangerschaft mit deutlich besseren Ergebnissen für das Kind dann verbunden und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Argument, wenn eine Schwangerschaft geplant ist oder wenn sie vielleicht sogar auch schon eingesetzt hat, hier auch ein CGM-System dann zu verwenden. Dann wird dieses Gutachten an den MDK gesandt und der medizinische Dienst der Krankenkassen erstellt dann eine sozialmedizinische Empfehlung und gibt die dann an die Krankenkasse weiter. Und wenn alles gut läuft, dann genehmigt die Krankenkasse dann auch die Verordnung dieses CGM-Systems und übernimmt die Kosten. Und dann würde vom CGM-Hersteller das CGM-Gerät an das Diabeteszentrum versandt und dann erfolgt die Einweisung des Patienten im Diabeteszentrum. Es gibt eine Ausnahme, die Firma Abbott, die Freestyle Libre-Sensoren herstellt. Hier ist es so, dass der Patient selbst auch den Antrag stellen kann, wenn er ein Rezept hat und dass dann auch das CGM-Gerät an den Patienten selbst versandt wird.
Was passiert jetzt, wenn erstmal eine Ablehnung kommt, wenn also das nicht gleich im ersten Schritt genehmigt wird? Und dann muss ein Widerspruch eingelegt werden, am besten vom Menschen mit Diabetes, das ist ganz wichtig, am besten auch gleich mit einer persönlichen Stellungnahme. Wir als Ärzte können nochmal eine dezidierte, akzentuierte Stellungnahme mit den einzelnen Gründen auch nochmal mit beifügen und häufig klappt es dann im zweiten Durchgang auch mit der Genehmigung. Wenn das nicht gehen sollte, dann kann man auch noch das Sozialgericht einschalten, aber das ist immer ein sehr, sehr langer Weg und ist ganz selten mal wirklich notwendig. Herr Getzko, wie war das bei Ihnen eigentlich? Hatten Sie irgendwie mal Schwierigkeiten, Sensoren genehmigt zu bekommen? Wir haben das ja gemeinsam beantragt. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. War da mal irgendwas? Ja, tatsächlich. Also meine Krankenkasse hat sich das angeschaut und hat dann festgestellt, dass der Antrag, der eingereicht wurde, für Sie nicht ausreichend war. Der MDK hat sich eingeschaltet, hat eine Bewertung geschrieben und hat tatsächlich den Antrag erstmal abgelehnt. Musste man quasi nochmal anfassen und musste nochmal ganz genau dezidiert sagen, warum jetzt quasi die Sensorik für meine Diabetes-Therapie genutzt werden soll. Und ja, da haben sie es natürlich nochmal dezidiert nochmal dargestellt und dann ist er durchgegangen. Ja, wenn wir das jetzt noch einmal zusammenfassen, dann gibt es 6 Punkte, die als Voraussetzungen vorliegen müssen, damit ein CGM-System erstattet werden kann von der gesetzlichen Krankenversicherung. Jeder kann sich natürlich ein CGM-System auch selbst kaufen, die Sensoren selbst kaufen. Bei privaten Versicherungen gibt es hier nochmal so unterschiedliche Möglichkeiten. Aber damit eine Erstattung durch eine gesetzliche Krankenkasse wirklich erfolgen kann, müssen 6 Punkte vorliegen. Erstens, die Verordnung ist nur möglich bei Menschen mit Diabetes, die auch eine Insulintherapie haben, und zwar eine intensivierte Insulintherapie. Und da ist es jetzt unerheblich, ob es eine Therapie mit einem Pen ist oder mit einer Pumpe. Zweitens, die Verordnung muss durch eine Fachärztin oder durch einen Facharzt mit diabetologischer Qualifikation erfolgen. Drittens, es muss ein Therapieziel formuliert werden, wie die Diabetesbehandlung irgendwie optimiert werden muss. Das muss ganz klar irgendwo erscheinen. Dann ist die Einweisung in das System durch die Diabetologin oder den Diabetologen verpflichtender Bestandteil auch des ganzen Verfahrens. Also es geht nicht, dass das einfach nur ausgeliefert wird, sondern es muss eine Schulung und Einweisung des Patienten erfolgen. Dann muss dieses System zugelassen sein dafür, dass es auch eine Alarmfunktion hat mit individuell einstellbaren Alarmgrenzen. Das wird vom Gemeinsamen Bundesausschuss auch so formuliert. Das ist aber bei allen Systemen, die wir aktuell in Deutschland zur Verfügung haben, wirklich auch der Fall. Und das CGM-System muss den Datenschutz sicherstellen. Das hatte ich bisher noch nicht genannt, das ist aber auch in dem GBA-Beschluss mit enthalten. Und was heißt das jetzt? Der Datenschutz ist so formuliert, dass diese Glukosedaten, die erhoben werden, nur von dem Patienten selbst verwendet werden können und dass eine Weiterleitung an Dritte, zum Beispiel an den Hersteller, unterbunden werden kann. Das ist bei allen Systemen, die wir in Deutschland aktuell zur Verfügung haben, auch tatsächlich der Fall. Also alle Systeme können mit einem Smartphone zum Beispiel ausgelesen werden. Sie sehen die Daten auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch. Und es muss aber möglich sein, dass diese Daten nicht weitergeleitet werden. Und das kann man ausstellen in dem Smartphone und in der App, die da verwendet wird. Aber ist es denn immer nachteilig, wenn vielleicht solche Daten unbedingt weitergeleitet werden? Das ist so die Frage, was passiert damit eigentlich? Also es würden Daten hochgeladen werden in eine Cloud, das heißt auf einem Server der Firma gespeichert werden, der irgendwo in Europa steht. Und jeder kann selbst entscheiden, ob er diese Daten weiterleiten möchte oder nicht. Die Daten werden in verschlüsselter Form dort gespeichert. Welche Vorteile das haben könnte oder auch Nachteile, wollen wir jetzt im letzten Teil der Folge noch diskutieren. Wie würden Sie das sehen, Herr Getzko? Haben Sie da irgendwie ein Problem, wenn Ihre Daten weitergeleitet werden? Oder haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht, was da passieren könnte?
Ja, also ich sag mal, Daten ist ja ein großes Thema in der heutigen Zeit. Ich möchte es mal aus zwei Blickwinkeln vielleicht mal beleuchten. Ich denke, gerade die Diabetesdaten von Patienten könnten hilfreich sein für die Wissenschaft. Bedeutet, dafür für Publikationen, für wissenschaftliche Erhebungen könnte das natürlich sehr, sehr wertvoll sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es sind sehr wichtige Daten, sehr persönliche Daten. Und da möchte man natürlich auch nicht, dass da, sag ich das mal, irgendwie in dem World Wide Web meine Patientendaten umherreisen. Deswegen, also ich persönlich gehe da differenziert mit um. Ich bin auch nicht der große Social Media Fan, bedeutet, mich wird man jetzt auch nicht in den großen Social Media Plattformen sehen. Das bedeutet, für wissenschaftliche Erhebungen würde ich meine Daten zur Verfügung geben und gehe aber selber persönlich mit meinen Daten dann aber auch sehr, sehr dezidiert um, für was ich das jetzt preisgebe. Bedeutet, Wissenschaft ja, aber für andere Sachen, da würde ich eher auch ein bisschen drauf gucken. Ja, okay. Gut, dann würden wir einmal mal drauf schauen, was könnte denn mit diesen Daten passieren? Was könnte auch an nützlichen Verwendungsformen vielleicht hier irgendwie für die Patienten, für die Wissenschaft oder für andere Zwecke hier vielleicht Verwendung finden? Ja, also alle verfügbaren CGM-Systeme in Deutschland bieten die Möglichkeit, dass man die Daten nicht an den Hersteller weiterleitet. Aber es kann im Einzelfall trotzdem durchaus sinnvoll sein, das zu machen. Und ich will Ihnen drei Beispiele geben. Das erste Beispiel ist die sogenannte Follower-Funktion, die einige CGM-Systeme anbieten. Das bedeutet, Angehörige des Menschen mit Diabetes kann auch die App des Herstellers auf sein Smartphone runterladen und kann dort die Daten aus der Cloud, die ja dann hochgeladen worden sind, auch empfangen und kann in Echtzeit die Glukosedaten des Menschen mit Diabetes mitverfolgen. Und das ist vor allem bei Eltern, die Kinder mit Diabetes haben, extrem hilfreich, weil sie können dann sehen, das Kind ist in der Schule, wie sind dort die Glukosewerte, vielleicht auf Klassenfahrt oder auch einfach nur abends im Schlafzimmer, nachts, wie sind da die Glukosewerte. Zweite Funktion ist die Telemedizin. Also wir haben unser Diabeteszentrum in Rostock an der schönen Ostsee und wir haben ein Einzugsgebiet von 40 bis 50 Kilometern und haben zusätzlich auch noch Patienten, die leben in Lübeck, in Hamburg, in Berlin und kommen immer regelmäßig zu uns. Und wenn das irgendwann mal nicht möglich sein sollte, aus irgendwelchen Gründen können sie nicht kommen, können wir eine Videosprechstunde machen oder eine Telefonsprechstunde. Wir können auf die Daten, die in der Cloud liegen, zugreifen von den Patienten und können gemeinsam mit den Patienten die Verläufe besprechen und vielleicht auch die Therapie anpassen. Die dritte sinnvolle Option ist wirklich, was Herr Getzko schon angesprochen hatte, die Verwendung in der Wissenschaft. Und zwar können diese Daten aggregiert verwendet werden, um bestimmte neue Therapieformen oder die Effektivität neuer Therapieformen zu überprüfen. Wenn wir uns die Daten anschauen von CGM-Systemen, dann können wir nicht jeden Tag anschauen, sondern wir machen es dann so, dass wir viele verschiedene Verläufe in einen idealisierten Tag hineinlegen und dann diese Verläufe gemeinsam aggregiert betrachten. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Das ist hier mal so ein Verlauf eines Patienten über 14 Tage und Sie sehen hier so die Mittellinie und Sie sehen hier so einen Bereich, der definiert wurde als Zielbereich, 3,9 bis 10 Millimol pro Liter oder 70 bis 180 Milligramm pro Deziliter, und es gibt so einen internationalen Konsensusfestlegung, dass man sagt, wenn ungefähr 70% oder mehr in diesem Bereich liegen, dann liegt eine gute bis sehr gute Einstellung vor. Und Sie sehen hier, bei unseren Patienten sind es vielleicht so 60% der Werte in diesem Bereich. Und man hat jetzt sich angeschaut, wie die Anwendung eines Hybrid-AID-Systems, das kam schon vorher, das ist eine teilautomatisierte Insulinpumpe, hier die Glukosewerte verbessern kann. Und da sehen Sie das System der t-slim X2-Pumpe gemeinsam mit dem Dexcom G6-Sensor. Dieses System wurde verwendet. Zunächst einmal hatten die Menschen mit Diabetes dieses System so in der Verwendung, dass hier eine Pumpe gelaufen ist mit dem Sensor. Sie konnten diese Sensordaten sehen. Und wenn die Glukosewerte zu tief gingen, dann hat die Pumpe das Insulin abgeschaltet. Es nennt sich sensorunterstützte Pumpentherapie mit Hypoglykämie-Abschaltfunktion. Und
Das gab es vor 2 Jahren und vor einem Jahr gab es einen neuen Algorithmus, der konnte hier auf dieses System aufgespielt werden. Und jetzt fungiert dieses System mit den gleichen Hardware-Komponenten als Hybrid-AED-System. Automatische Insulindosierung heißt AED. Hybrid heißt, es ist noch nicht alles automatisch, sondern nur die basale Insulinversorgung wird durch den Algorithmus automatisch geregelt anhand der Sensordaten. Das heißt, immer in der Nacht oder zwischen den Mahlzeiten versucht der Algorithmus einen bestimmten Zielbereich, der liegt so zwischen 6,2 bis 8,9 Millimol pro Liter, das sind so um die 112 bis 160 Milligramm pro Deziliter. In diesem Bereich versucht immer der Algorithmus, die Glukosewerte des Patienten einzustellen und da wird dann von der Pumpe entsprechend mehr oder weniger Insulin abgegeben. Zu den Mahlzeiten muss der Patient immer noch dann auch die Menge an Kohlenhydraten eingeben, die er jetzt essen möchte, dann kriegt er einen Vorschlag, wie viel soll an Bolus abgegeben werden und das muss dann bestätigt werden. Wenn man sich da ein bisschen verrechnet, hilft auch das System nach und ansonsten zwischen den Mahlzeiten und in der Nacht wird immer diese Automatik laufen. Und jetzt hat man sich angeschaut, wie verändert sich die Zeit im Zielbereich, wenn man von der sensorunterstützten Pumpentherapie auf das Hybrid-AED-System geht. Und da sehen Sie hier auf der linken Seite Prozent der Zeit im Zielbereich und da unten Tage bevor oder nach Beginn mit der Control-IQ-Technologie, also mit diesem Hybrid-AED-System. Das heißt, wir haben die Zeit im Zielbereich vorher und nach Einschalten dieses Systems. Und da ist die erste Darstellung hier, sind Patienten, die hatten keine besonders gute Einstellung. Da haben Sie hier also, sehen Sie, bevor das eingeschaltet wurde, hatten die so 35% vielleicht Zeit im Zielbereich. Und dann eine drastische Verbesserung nach Umstellung auf dieses Hybrid-AED-System. Und die Zeit im Zielbereich ist angestiegen auf ungefähr 55% bis 58%. Und bei anderen Patienten, die jetzt eine bessere Stoffwechseleinstellung hatten, also der berechnete HbA1c war hier 7,4 bis 8%, die starteten schon mit einer Zeit im Zielbereich von 50%, die sind angestiegen auf 70%. Und so geht es immer weiter. Also sogar die Patienten, die sehr gut eingestellt waren, 80% Zeit im Zielbereich, gingen dann auf 85% bis 90% hoch. Also alle haben eine Verbesserung gehabt durch dieses neue System. Und man hat es auch nochmal unterschieden nach dem Alter. Und da war es auch egal, welches Alter die Patienten hatten, ob es Kinder waren oder Jugendliche oder Erwachsene, alle haben profitiert von diesem System. Normalerweise sind bei Diabetes-Technologiestudien vielleicht 50, 100 oder 150 Patienten eingeschlossen. Schauen Sie sich einmal an, wie viele Menschen jetzt hier dabei waren. Über 19.000 Menschen mit Typ 1 Diabetes sind hier erfasst worden und das ging nur, weil diese Menschen ihre Daten geteilt haben und in die Cloud hochgeladen haben und man in aggregierter Form das hier sich so anschauen konnte. Und diese Daten werden natürlich auch verwendet für die Regulationsbehörden, wenn es jetzt darum geht, solche Systeme neu zuzulassen in den USA oder auch weltweit. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, auch die Weiterleitung der Daten vielleicht auch zu genehmigen. Ich hoffe, es ist in unserer Folge heute ein bisschen klarer geworden, wieso dieses Beantragungsverfahren für CGM-Systeme vonstatten geht. Und aber auch hoffe ich, dass Sie vielleicht auch Mut gefasst haben, vielleicht so ein System auch zu beantragen, gemeinsam mit Ihrer Diabetologin, Ihrem Diabetologen. Es ist nicht so kompliziert und so schwierig, wie es sich beim ersten Mal vielleicht anfühlt oder man das vielleicht so den Eindruck hat. Und ich möchte Sie alle motivieren, fragen Sie aktiv wirklich nach bei Ihrem Arzt, ob vielleicht so ein System auch für Sie in Frage kommen würde. Und dann gehen Sie das Beantragungsverfahren gemeinsam an und das wird mit Sicherheit klappen. Und auch die Kostenträger sehen die Vorteile von diesem System und die Anträge werden immer häufiger auch relativ schnell genehmigt. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Herrn Getzko heute für das Kommen und auch für die Einblicke, die Sie uns nochmal geben konnten. Und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Diabetes-Docs erklären Technik. Auf Wiedersehen.